Ich saß auf deinem Auto nachts um 2:30 auf dem Kofferraum. Das war im Winter, fast schon Ende Januar, doch eigentlich fuhr ich kaum. Wir hätten auch zu mir raufgehen können, doch das wär nicht dasselbe gewesen. Im Winter draußen für dich Gitarre spielen, das ist so wie Märchen vorlesen. Denn für dich tu ich fast alles, sogar mich extrem erkälten. Oder am 2. Weihnachtsfeiertag im Garten deiner Eltern mit dir zelten. Oder weißt du noch, als wir in Dänemark waren? Um überhaupt dahin zu kommen, mussten wir 1,5 Tage fahren. Und 5 Minuten nach Silvester, das weiß ich noch, als wär's gestern, da haben wir uns ganz schön lange angeschaut und dann lagen wir in den Dünen mit ner Gänsehaut. Einen chronischen Husten hab ich seitdem, doch trotzdem war's unheimlich schön. Denn für dich tu ich fast alles, sogar mich extrem erkälten. Oder am 2. Weihnachtsfeiertag im Garten deiner Eltern mit dir zelten. Ich schenk dir nach und nach meine Gesundheit, wenn du willst, weil du dich auch bei unter 0 Grad so fürchterlich toll anfühlst. Denn für dich tu ich fast alles, sogar mich extrem erkälten. Oder am 2. Weihnachtsfeiertag im Garten deiner Eltern mit dir zelten.